Hallo und herzlich willkommen, ja, zu einer weiteren Folge bei Leben auf dem Bauernhof, beziehungsweise, Urlaub auf dem Bauernhof. ja, und ja, schaut auf jeden Fall mal beim Varuna LP vorbei. Und natürlich auch beim Blackpeace86 auf YouTube. Ja, So. gut. So, machen wir jetzt weiter. Guten Morgen, Herr Gumbich. Ja, Gumbitsch, morgen, tut mir leid. Gumpitsch. Ich Ja. mache immer Probleme bei Ihrem Namen. Also da. Eine Wiese hätten wir noch zu mähen. Nein, nein, nein. Kann ich was Also anderes mit. machen? Wollen Sie mitfahren? Nee, ich würde eigentlich gern was anderes machen. Ja, wollen Sie Muss mal man da mit? nicht noch hier mit einem Rechen das Zeug zusammen machen? Ja, mit der Hand meinen Sie noch nachrechnen? Ja. Ja, das auch, ja. Oder so mit diesem Teil hier. Das da. Oh, oh Gott, na. Das. Hallo! Hallo, wer sind Sie denn? Ich bin der Chef vom Karl Gutberg. Herr Was will Gutberg! denn der jetzt hier? Ja. Ja. Herr Kennen Sie Gutberg! nicht? Ja. Jetzt belästigen Sie mich schon am Arbeitsplatz, im Urlaub. Gutberg, wir brauchen Sie. Es ist mir wurscht, ich habe Ihnen gesagt, ich bin im Urlaub. Sonst Machen muss Sie ich Sie mal Ihre kündigen. Kiste aus, Sie verpesten ja die ganze Luft. Das ist mein Chef aus Hamburg, ey, ich habe keinen Bock auf den. So, okay. Wissen Sie, Sie kommen hierher in so eine schöne Landschaft mit so einer Prollkarre. Was soll denn das? Karre ist ein ganz normales Auto. Fährt man mit dem Traktor drüber, merkt man gar nicht. Ja, war ganz schön buckelig hier hoch und alles. Was wollen Sie denn hier? Ja, ja gut, entweder kommen Sie jetzt mit Ja, oder was ich muss oder? Sie kündigen oder so. Ja, kündigen Sie mir, dann kann ich da bleiben. Ja, dann habe ich immer Hilfe hier. Ja. Okay, ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Aber ich habe Urlaub. Ich habe noch 1,5 Wochen Urlaub. Bis zum, was sagen wir, bis Ende August, April habe ich noch Urlaub. Was wollen Sie hier? Ja, wir brauchen Sie. Ja, was soll ich denn überhaupt machen? Herr Gutberg, denken Sie noch mal nach. Ich komme nachher noch mal wieder. Jo, vielleicht. Herr Tschüss. Gutberg, ich warte auf Sie. Ja, schön für Sie. Tschö. Alles so eine Hey, Bauch. der. Au! Gehen Sie lieber weg. Alter, was ein Proll. Wird denn der hin? Ach Gott. Ich habe so keinen Bock wieder zu arbeiten. Ich fühle mich hier so wohl gerade. Da kennt man mal so einen richtigen deutschen Chef. Ja, die gucken nur nach dem Geld. Die wollen immer nur Geld verdienen. Ja. Scheißegal, ob Urlaub oder nicht, interessieren Kommt die er nicht. jetzt wieder, oder was? Ich hoffe nicht. Oh, pass auf. Oh! Entschuldigung! Was soll Gibt's denn hier das hier über irgendwo? meine Wiesen? Ja, gibt's hier irgendwo in Gasthaus oder so, wo ich dann warten kann? Ja, runter ins Dorf, da finden Sie sich an. Okay. Alles Tschö. klar. Jo, gut, tschüss. Geh weg, Herr Gutberg. Herr. Ja, Gumpig. Gumbitsch. Der. Ey, der. Er brettert ganz Naja. schön lang hier. Hey. Ja. Sollen wir mal Polizei auf den Plan rufen? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das nervt mich jetzt. Ich muss mich ablenken. Hätte gern irgendwas zu tun. Ja. Wollen Sie mal mit rüberfahren, schnell noch auf die letzte Wiese, oder? Nee. So nicht. Weil ich was arbeiten will. Ja, das können Sie ja, das haben wir ja gleich. Kann ich nicht irgendwas anderes was arbeiten? Ich steig Kommen Sie mal ein, mal mit. Moment. Aber passen Sie auf, nicht wieder so mit dem Auto wie mit dem Audi, ja? So, den Audi muss ich ja auch noch holen. Ja.
Wissen Sie, ich habe mich eigentlich schon, habe mir eigentlich schon überlegt, ob ich hier irgendwie. Meinen Sie wissen ja, ich habe ja letztes haben wir ja zusammen die Höfe angeguckt. Ja. Ob ich mir da irgendwie. Oh, da steht er. Es geht mir so auf den Geist, dieser Proll. Ob ich mir ja, hier irgendwie was aufbauen soll. Ja, also freie Höfe sind ja, haben wir ja gesehen das letzte Mal. Ja. Ja. Wollte ich vorhin noch loswerden, aber das habe ich jetzt vergessen durch das. So geht denn das nicht? Jemand wieder den Allrad rausgemacht. Oh. Ich weiß nicht, ich saß in der Kiste hier und glaube ich. Doch, zu Beginn saß ich hier drin, gell, oder? Jetzt geht's wieder. Technik. Wissen Sie, das Problem ist, ich habe gar kein Geld, um mir einen Hof zu kaufen oder sowas. Kredit aufnehmen. Geht es? Kriege ich das so einfach? Ja, also bei der Stadt bekommen Sie sicher so einen Kredit oder so. Gibt's da eine Förderung für die Höfe hier? Von der Bank. Hier vom Dorf. Ja. Haben die hier Förderung? Weil die Höfe sehen ja zeitweise schon ein bisschen heruntergekommen aus. Ja, also die Gemeinde will halt auch schauen, dass hier wieder mal auf den Höfen wieder mehr Leben reinkommt. Okay. Ja, dann wäre das eine Option, dass ich damit. Kennen Sie da den Bankberater? Ja. Wie heißt der denn? Der Bankberater, das wäre der Siegfried. Okay. Haben Sie einen guten Draht zu dem? Ja, es geht eher nicht so, weil. Also wir reden jetzt vom Bürgermeister, ne? Der ist das auch der Bankberater. Ja. Oh ja. Ja, also der. Wie wenn ich im Winter. Stellt er mir immer nur so ein paar Säckchen voll Salz zur Verfügung, um die Straßen zu streuen und. Und das reicht nicht. Dann müssen sie aus eigener Tasche zahlen oder was? Nee. Dann durch halt Kies auch noch. Oh, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Da ist mir schon eine Frontscheibe kaputt gegangen. Ja, nee, aber weil. Dann haben sich halt eben Leute beschwert, weil im Dorf, weil ich nicht immer Salz gestreut habe und ja, haben die sich bei dem beschwert und dann hat der behauptet, ich hätte genug Salz, obwohl ich ja nur ein paar Säckchen bekomme. Ja. Okay. So. Ist halt ja. Okay, das heißt, ich müsste jetzt zum Bürgermeister oder zur Bank? Ja, zur Bank. Da kommt er auf jeden Fall weiter. Und der ist auch der Siegfried, oder wie? Ja. Oh Gott. Okay, so viele Leute gibt's ja hier nicht, dass sie ja, eben. Dass man das Geschäft aufteilen. Da unten steht. Mal, oh, da steht doch schon. Wollen Sie mal mähen, oder? Nee, ich bin gerade ganz glücklich mit nebendran sitzen. Dann kann ich mir Gedanken machen, wie es weitergeht. Hört man denn da unten? Sehen Sie den da unten? Wo? Mit dem. Ja, das Auto habe ich schon gesehen, ja. Aber ja, ich habe gerade auch was da gehört. Da gerade jemand im Busch gesehen. Ah ja, da hinten. An der Güllestelle. Oder Wasserstelle oder was auch immer das ist. Ah, okay, dann werde ich mal mit dem Bankfuzzi irgendwie reden. Ja. So, ja. Fällt einfach nicht mal ein, was ich davor sagen wollte. Warum wartet der denn jetzt hier? Was will der denn, ey? Ja, keine Ahnung. Soll sie mal verziehen, ey? Steig halt sicher nicht aus. Steig halt sicher nicht aus. Ja, ich auch nicht. Sollen wir einfach mal drauf fahren auf das Auto. Jetzt ist er weg.
Sollen wir mal den Gruber holen? Jetzt ist er weggefahren. Ah, da ist er wieder. Ach du, wenn er mich David in die Messer vorne reinführt. Ja, dann ist seine Karre halt hinüber, ist mir egal. Ja. Ja, ich würde dann wahrscheinlich gleich mal wo ist denn das Rathaus hier oder die Sparkasse? Wo finde ich denn das? Also die Sparkasse, ja, da könnte ich sie eigentlich mal hinfahren, wenn sie wollen. Ja. Sie müssen ja nachher ihr Auto abholen. Ja. Dann kann ich ja bis zur Sparkasse mitfahren. Ja. Dann mache ich danach einen Spaziergang. Ja. Links ist frei. Jo. Dann wäre so friedlich hier, wenn ich nicht gerade die Brolls mit den Lamborghinis rumfahren. Ja, hier haben wir noch den Profi. Wäre schon ein schönes Teil, aber ich glaube, den werde ich mir zu Beginn definitiv nicht leisten können. Den hier, der Profi. Ja, also jetzt bei dem muss ich mal die Tür reparieren, weil die klemmt momentan noch. Okay. Der linken Seite. Ja. Aber das würde ich noch reparieren lassen. Aber Herr Gumbitsch, Zeit ist Geld. Fahren wir zur Bank. Jo. Mit was fahren Sie? Ja, also ich hätte das. Eigentlich müsste ich mit dem Frontlader hochfahren, um das Auto aufzustellen. Ach so. Eigentlich. Mal kurz den Frontlader anhängen. Brauchen Sie dann den Anhänger hier? Ja. Plus liegen auf dem Beifahrersitz. Jo. Achso. So, was müssen wir schauen? Er hat nicht überhaupt den Frontlader. Handbremse hat geklemmt. Stehe ich da irgendwo im Weg? Ich mal kurz hier die Dings abschrauben. Ey, die Schaltung von dem hier ist auch katastrophal. Scheiß Automatik. Och, schon wieder der. Ich soll mal abzischen, ey. Ich fahr gleich auf ihn drauf, dann kann er gucken, wo er bleibt. Da muss ich hier mal die Zwillingsräder abschrauben. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Wissen Sie noch, wo freie Höfe hier sind? Denn ich will investieren. Ja, natürlich. Es gibt, wenn Sie... Ich kann hier ja mal eine Karte geben. Ah ja, danke. Habe ich hier mit immer im Traktor. Ja, also da gibt's sehr viele Höfe eigentlich. Es gibt sehr viele Almen noch, ja. Okay. Sonnenhof, Rittnerhof, Betriebsgemeinschaft, Heulager, Nagelbauer, Berger, ja, Hoferhof, da gibt's alles. Mögliche. Okay. Ja, warte mal, schritt mal mit dem Gutberg. Ja. Herr Gutberg! Ja? Wir sind doch hier und machen Urlaub, ne? Ja, aber Sie nerven mich ja. Ich bin hier am Arbeiten, ich habe keine Zeit. Warum arbeiten Sie denn Urlaub? Wollen Sie etwa hier bleiben oder was? Wenn ich Sie damit los bin, dann ja. Passen Sie auf, ich will investieren, ja? Moment. Wie investieren?
will investieren. Ich hatte mal mit einem Landwirt bei uns in der Gegend gesprochen, da ist ja aber ein bisschen weiter weg und ey, das gefällt mir nicht so. Und hier oben gefällt mir schon ganz gut, hier oben in den Bergen, ne? Da suche ich jetzt noch einen, der einen Hof haben möchte, so. Und der den betreibt und alles. Okay. Moment mal. Hätten Sie nicht vielleicht Interesse? Sie sind einer meiner besten Mitarbeiter, Ihnen kann ich vertrauen. Passen Sie auf. Oh. Achso, warte, ich muss mal kurz das Auto wegfahren. Jo. Achso, ich muss erst wieder abhängen. Ah. Betten. Noch ein Stück. Ja, ja. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und gut. Perfekt. Irgendwie macht meine Zange Probleme. Nee, funktioniert. Geht auf und zu. So. Jo. Herr Gumbitsch, ich bleib mal kurz da. Ich quatsch mal mit dem anderen hier. Ja, soll ich mit dem Auto kommen oder was? Holen Sie mal Ihr Auto. Ich bleib mal kurz hier. Ich quatsch mal mit dem Kollegen. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.